Leben immer so, wenn man private Situationen, auch geschäftliche Situationen, gibt es immer einen Anfang, Mittel und einen Endeteil. So, wie der Bernhard geschildert hat, haben wir eine Vereinbarung getroffen mit festgelegten Zielen, wo in den 19 Monaten, denke ich, alles aufgegangen ist. Wir haben zwei Meistertitel können feiern. Ich bin hier als Trainer geholt worden und in meinem Vertrag steht, die Vereinbarung gilt als Trainer, nicht als Politiker, Unternehmer oder irgendwo Schauspieler. Ich habe das mit bestem gewissen Wissen, denke ich, durchgesetzt und auch konsequent meine Arbeit auch durchgeführt. Dass wir wirklich am Schluss, nach diesen 19 Monaten, zwei Saison, die erfolgreiche Zeit haben können, für mich persönlich, denke ich auch so, wie es jetzt der Bernhard geschildert hat, in dieser Dichte, in dieser Intensität absolut erfolgreich aufgegangen ist. Wenn man gemeinsam einen Weg einschlägt, dann kann man auch gemeinsam einen Weg wieder auch trennen. Und so sind wir auch zum Schluss gekommen, dass es nach den Diskussionen, die wir geführt haben, dass wir auch einsichtig sind, dass es ein Weiterführen nicht mehr stattfindet. Und es ist eine leichte Enttäuschung klar da, aber es ist auch eine leichte Befreiung da, weil das wissen ihr nicht, das wissen wir auch nicht. Wer weiß, dass es nächstes Jahr im gleichen Sinn kann weitergehen kann, ja, wo genau gleich weit erfolgreich kann sein. Darum denke ich, es ist am besten, wenn wir die gemeinsame Arbeit auflösen, wenn es am besten ist und am schönsten ist. Und das passt auch so für mich. Absolut. Also ich habe einen Vertrag gehabt, für ein weiteres Jahr. Und wenn man dann miteinander redet und so wie wir auch zusammen angefangen haben, gibt es irgendwann mal in dem Business, wo wir da Tag für Tag her arbeiten, immer unter Druck sind, gibt es auch irgendwann mal ein Ende. Das ist irgendwann mal ganz klar gewesen. Wir haben die Diskussionen geführt und sind am Samstag, einen Tag nach der Pressekonferenz, zusammengekommen und dann haben uns entschieden, dass es keinen Sinn mehr macht, unter diesen Voraussetzungen weiter zu arbeiten. Oder weiter, dass ich da weiterhin Trainer bin.